Hallo, mein Name ist Christian Holzner vom Rucksack-Online-Shop in Puchheim. Ich werde Ihnen heute den Rucksack GoGo von Deuter vorstellen. Der GoGo ist der ideale Begleiter für Schule, Uni oder für das Büro. Zwei konturgeformte Noppenschaumprofile mit Air-Mesh-Bezug sorgen durch den Kamineffekt für maximale Luftzirkulation durch geringe Rückenauflage. Der Bilaminataufbau aus einer stabilen und einer weichen Schaumschicht sorgt für hohen Tragekomfort und eine optimale Lastenverteilung. Die anatomisch geformten Schulterträger mit Mesh-Tags garantieren absolute Bewegungsfreiheit. Sie machen jede Bewegung mit und sorgen somit für eine optimale Lastenverteilung. Ein abnehmbarer Bauchgurt garantiert zudem einen sicheren Sitz, vor allem beim Laufen oder Fahrradfahren. Der GoGo von Deuter gehört mit seinen ca. 640 Gramm in puncto Gewicht zu den leichteren Rucksäcken, die derzeit auf dem Markt angeboten werden. Der GoGo bietet mit seinen Abmessungen von 46 x 33 x 21 cm und einem Gesamtvolumen von 25 Litern ausreichend Platz für alles, was in Schule, Uni oder im Büro benötigt wird. Gerade auch beim Innenleben wurde bei der Entwicklung des GoGo ergonomisch gedacht. Das Hauptfach ist bequem über einen Zwei-Wege-Rundbogen-Reißverschluss zu öffnen. Schwere Bücher kommen in ein Fach, das sich direkt am Rücken befindet. Somit wird der Schwerpunkt an den Rücken verlagert und es können keine Hebelkräfte entstehen. Auch Hefte, Blöcke und Ringbücher finden hier ihren Platz. Selbst ein breiter DIN A4-Ordner kann eingesteckt werden. In einem kleinen Reißverschlussfach am Kopfende des Rückens können Stifte, Taschenrechner oder oft benötigte Kleinutensilien sicher eingesteckt werden. In einem Reißverschlussfach, das sich auf der Front des Rucksacks befindet, kann das Smartphone, die Fahrkarte oder eine Getränkedose verstaut werden. Ein Schlüsselclip rundet den guten Eindruck ab. Direkt auf dem Rucksack befindet sich ein Kordelzug, in dem ein Fahrradhelm oder ein nicht benötigtes Kleidungsstück untergebracht werden kann. Trinkflaschen bis 0,6 Liter oder ein Regenschirm können in den Netzseitentaschen, die mit einem Gummizug ausgestattet sind, eingesteckt werden. Alle Rucksackmodelle von Deuter werden frei von schädlichen Materialien, die zum Beispiel Azofarbstoffe, Cadmium oder PCB beinhalten, hergestellt, was die Nachhaltigkeit des GoGo von Deuter noch einmal unterstreicht. Der oben angebrachte Tragegriff sollte nicht zum Tragen verwendet werden, sondern dient zur Befestigung an Schulbank oder Garderobe. Der Boden des GoGo besitzt keine Füße, deshalb können Schmutz und Feuchtigkeit ungehindert an den Rucksack gelangen. Da das verwendete Super-Poditex-Material besonders unempfindlich gegen Scheuern und Reißen ist, kann der Rucksack problemlos am besten mit einem Mikrofasertuch gesäubert werden. Der Rucksack GoGo sollte in einer Schüssel oder in der Badewanne mit Wasser und pH-neutraler Seife gereinigt werden. Salzränder lassen sich durch mehrfaches Zusammendrücken mit der Hand durch Seife und viel Wasser ausspülen. Auf jeden Fall muss der Rucksack nach dem Waschen neu imprägniert werden. Der GoGo von Deuter ist als Rucksack konzipiert und sollte beim Abstellen angelehnt bzw. gut befestigt werden, sonst kippt er um. Insgesamt ist der Rucksack zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Deshalb sollte der Rucksack mit einer Regenhülle nachgerüstet werden. Diese werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Falls Sie noch weitere Fragen zum GoGo von Deuter haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht, unsere Info-Hotline, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, anzurufen. Wir beraten Sie gerne. Nach unserer Meinung ist der GoGo von Deuter eine gute Entscheidung. Hier noch einmal seine Vorteile im Überblick. Ergonomische, konturgeformte Noppenschaumprofile mit Air-Mesh-Bezug. Bequemes Tragesystem mit Mesh-Tags. Abnehmbarer Hüftgurt. Geringes Gewicht, praktische Handhabung. Nachhaltige Herstellung und Verarbeitung aller Materialien und Stoffe. 25 Liter großes Volumen. Das war der GoGo von Deuter. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann abonniert diesen Kanal einfach oder seht euch eines der anderen Videos an. Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns.